Ja, seit 2012 ist der Salzburger Lungen, die Kärntner Nockberge und UNESCO Biosphärenpark. Mit dieser Auszeichnung der Vereinten Nationen tragen wir auch den Beinamen Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung. Bei dieser Entwicklung spielt LIDA und das Programm LIDA eine bedeutende, um nicht zu sagen eine zentrale Rolle, weil durch LIDA, dadurch, dass unsere Region auch eine LIDA-Region ist, gelingt es uns sehr oft auch Projekte zu initiieren, mitzubegleiten, voranzutreiben, die der regionalen und nachhaltigen Entwicklung dienen. Wir im Lunga haben ein Regionalbüro, ich nenne es liebevoll Regionalbüro Lunga, weil in diesem Büro alle Institutionen der regionalen Entwicklung vereint sind und LIDA ist hier ein Hauptbestandteil dieses Regionalbüros. Kurze Wege, ein guter Austausch zwischen den Institutionen und vor allem zwischen den Menschen kommt der gesamten Bevölkerung und dem guten Voranschreiten der Projekte zugute. Ja, auch die Themen Klima, Energie, Umwelt und Mobilität werden immer wichtiger, auch für unsere Region. Und deshalb ist es ganz besonders toll, dass diese Themen jetzt auch bei LIDA ganz intensiv bearbeitet werden können. LIDA ist neben dem Regionalverband und dem Biosphärenpark eine eigenständige Institution. LIDA ist aber viel, viel mehr als nur eine Förderschiene der Europäischen Union. LIDA betreibt Vernetzungsarbeit und Regionalentwicklung. Der Lungau ist seit 2012 UNESCO-Biosphärenparkregion. Für uns gilt es, diese Auszeichnung zu erhalten und weiterzuentwickeln. Deshalb ist das Thema Biosphärenpark ein wesentlicher Teil in der neuen lokalen Entwicklungsstrategie. Schwerpunkte für die neue Periode werden die Themenbereiche, wie schon erwähnt, Biosphärenpark sein, aber auch die Bereiche Klima, Energie. Und was uns sehr am Herzen liegt, ist das Thema naturnaher Tourismus. Anzumerken ist dabei, dass natürlich alle Bereiche von der neuen lokalen Entwicklungsstrategie erfasst sind, von der Landwirtschaft bis hin zum Sozialbereich.